Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das ist mein Fernseher und beziehungsweise mein Computer. Das ist mein Fernseher, an den ich meinen Computer angeschlossen habe. Das ist mein Steam-Account, meine Bibliothek und ich will euch heute mal Steam Link vorstellen. Das funktioniert überraschend gut und um das auszuprobieren, laden wir uns die App Steam Link runter und die ist verfügbar für Android, iOS und macOS zum Beispiel. Und ich wechsle jetzt mal auf den Mac, damit ihr euch ein Bild machen könnt, wie das Ganze hier funktioniert. So, und während jetzt auf meinem Windows-PC Steam läuft, habe ich mir hier Steam Link runtergeladen für den Mac und das ist schon installiert. Wir öffnen das Ganze und dann wird im Netzwerk nach Computern gesucht und mit dem kann ich mich direkt verbinden. Und jetzt soll ich auf dem Windows-PC das Gerät autorisieren, indem ich diesen Code eingebe. Und nachdem ich das getan habe, wird hier die Verbindung getestet am Mac. Das dauert einen Moment. Netzwerktest abgeschlossen. Es ist kein Controller erkannt worden. Ihr könnt allerdings handelsübliche Controller verbinden mit euren Geräten. Bei Mac gibt es, soweit ich weiß, die Einschränkung, dass es kein Xbox und kein PlayStation Controller sein darf, leider. Hier können wir Einstellungen vornehmen, Netzwerktest, andere Computer verbinden. Wir können einen Controller koppeln. Ich habe aber keinen, deswegen wird das nichts. Und ich kann hier Streaming einstellen, also verschiedene Einstellungen vornehmen bezüglich Video, Audio, Mikrofon, Eingabe, Controller Overlay, Startmodus und vieles mehr. Relativ übersichtliche Software und wir probieren das jetzt mal aus, indem wir hier auf Spielen klicken. Das Ganze funktioniert jetzt mit dem Touchpad von macOS und das ist das Spiel, das ich zuletzt gespielt habe. Ich mache mal die Musik etwas leiser, wenn es geht und teste jetzt mal, ob ich das hier am Mac auch spielen kann. Und wie ihr hier seht, funktioniert das einwandfrei. Ich kann mich mit den WASD-Tasten bewegen, so wie ich das auch unter Windows machen kann. Und habe hier eine vergleichbare Qualität. Und somit kann ich eben die Spiele auch auf meinen Mac-Geräten spielen. Wobei das halt parallel auch auf dem Windows-Computer jetzt läuft und die Frage ist natürlich, inwieweit das Sinn macht, mehrere Geräte gleichzeitig zu nutzen. Auf jeden Fall interessant, dass es geht. Übrigens auch am iPad, am Android, Smartphone etc. Das war's schon. Mehr wollte ich euch in diesem kleinen Video heute gar nicht zeigen. Vielen Dank für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.